Moin, meine Kampfkumpel Zwerge und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen kleinen Horror-Let's Play auf diesem Kanal. Wir spielen heute das Horrorspiel Leise, meine Lieben. Das Spiel ist seit dem 5. Januar auf Steam erhältlich und geht in Richtung Don't Scream. Das Spiel, was wir uns im Livestream angeschaut haben und was das Mikrofon aufzeichnet. Das bedeutet, umso lauter ich bin, umso schneller bin ich tot. Das heißt, ich darf auch in diesem Spiel nicht schreien oder laut sein. Sonst, wie gesagt, werde ich ganz, ganz, ganz schnell tot sein. Und ja, ich hatte richtig Bock drauf. Ich wollte das schon seit einer ganzen Weile spielen. Ich wollte es auch im Livestream spielen, aber komme irgendwie momentan nicht dazu. Deswegen werden wir das jetzt einfach mal als Let's Play machen und ich würde sagen, wir gehen rein, denn es gibt schon ein zweites Szenario, was wir spielen können. Und würde sagen, wir starten einfach mal. Ich wünsche euch und mir natürlich, wie eh und je, bei diesem kleinen Projekt viel Spaß. Und ich würde sagen, wir gehen rein und machen morgens Haus. Yes! Haben wir. Und eigentlich haben wir das auch eingestellt. Ich kann soweit nur mal reden, aber ich sollte aufpassen, dass es nicht über dem Teil kommt. Das darf ich zum Beispiel nicht machen. Lachen auch nicht. Ungünstig. So. So, dann würde ich sagen, gehe ich mal ganz entspannt und werde meine Stimme runterregulieren in... Ja... Das wird sehr, sehr spannend. Monotone Stimme ist, glaube ich, in diesem Spiel gut. Und ich würde sagen, wir legen los. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht die ganze Zeit so quatschen. So, Licht ist an. Die Maussensibilität ist ranze Scheiße. Die habe ich eigentlich schon runtergeschraubt, aber irgendwie, nö, ist nicht. Gut, ich kann ranzoomen. Die Helligkeit kann ich leider, glaube ich, auch nicht heller stellen. Lass mich mal kurz gucken. Nee, da müsste ich wieder zurück. Ich glaube, die Helligkeit ist so, wie sie uns gegeben ist. Das Mikrofon müsste mal ein bisschen weiter weg von meiner Nase. Kleine Taschenlampe brennt. Schreib ich, liebe mich in den Himmel. Ich weiß nicht, warum ich auf diesen Song komme. Wisst ihr, dass ich als Kind nie irgendwie Poster an der Wand hatte? Ich habe es mal gemacht mit Tesafilm, aber irgendwie... Warum? Lieber Wand... Okay, so ungefähr sieht es aus. Ich sollte nicht nebenbei irgendwie so einen Schwachsinn erzählen. Ja, komm, komm. Mikrofon ist eingestellt. Lieber. Was hat er da gerade registriert? So, auf ein neues. Wir werden ganz entspannt hier rumlaufen. Ja, nichts. Womit kann ich interagieren? Mit F? Okay, und nicht mit den Standardteilen können wir irgendwie interagieren. Oh Gott, da wird ja eins so ein bisschen schlecht. Ich hoffe, ich habe nicht so laut meine... Simsam, Simsalabim, wir kommen raus. Sehr schön.
nicht schreie. Vielleicht sollte ich einfach auch meine Klappe halten. Dann schreie ich nicht. Hallo? Ich kenne dieses Haus. Ghost Watchers? Glaube ich jedenfalls, dass es Ghost Watchers war. Oh Gott, diese Omi? Zwergen-Omi. Au. Oh. Was stimmt mit Omi nicht? Du bist live auf Kamera, du Kleine. Was ist denn jetzt passiert? Kleine Taschenlampe brennt. Hallo? Ich komme in Frieden. Drücke alles, nur nicht das Richtige. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich sehe kaum was. Ist ein bisschen nervig, dass man kaum was sieht. Omi, ich habe Hunger. Gut, das Teil ist einfach nur kaputt gegangen. Ich glaube, das Spiel ist einfach nur daran ausgelegt, uns zum Schreien zu bringen. Ich glaube, groß viel kann ich hier nicht machen. Oh, ich habe leicht. Warum habe ich Gänsehaut? Weil ich mich gerade anstrenge, nicht zu schreien. Oder besser gesagt, ich darf nicht so laut reden. Hallo? Ja, die Scheiße nicht so dunkel wie weiß ich was. Nur nach Hause. Nur nach Hause. Kommen wir nicht. So ein bisschen aus wie so ein Batman-Schurke aus den 90ern. Mr. Pinguin. Was ist hinter mir? Hallo? Ich komme in Frieden. Ich bin allein. Vielleicht sollte ich mal mit der linken Maustaste interagieren.
Einfach mache ich die linke Maustaste. Steht da was? Da steht was. Definitiv. Gute Backen halten und rein. Wer möchte den Arsch versohlt bekommen? Kommt alle unterm Schrank, ich schwör. Unter die Treppe. Ihr wisst, was ich meine. Aber schön, wir haben endlich Licht. Das ist wunderbar. Ich weiß nicht. Die kann an die verschiedenen Himmelsrichtungen gucken. Mach Ruf. Ja. Die Zwergen-Omi Elfriede. Omi, komm duschen. Stinkst. Die hockt auf den Schrank, die Alte. Kellerparty. Eine kleine. Ich brauche. Ist ein bisschen anstrengend, irgendwie leise zu reden. Dabei kann ich ein bisschen lauter reden. Kann ich Taschenlampe? Funktioniert das? Nein. Funktioniert nicht. Was zum Henker? Leise, wie Schatten müssen wir sein. Okay. Ich vernehme immer noch eine Krähe.
mir die Nase. Danke fürs Singen. So interagieren habe ich das Gefühl, kann ich gar nicht. Chomachi. Omi, ich habe da meine Frage. Dann nicht. I'm so lonely. Nichts. Danke fürs Licht. Ich muss jetzt nicht runter in den Keller, oder? Ich glaube, ich muss runter in den Keller. Du alte Schabracke, Alter. Ich hoffe, der Gedächtnisverlust kommt bei dir schnell. Ich will nicht in den Keller. Ich glaube, wir werden immer hin und her geportet. Ja, wären wir in verschiedenen Räumen immer. Ich habe Hunger. Oder Taxun ist da. Hilfe. Wow. Arme Elefanten. Wir müssen einfach die ganze Zeit hin und her laufen. Bis dann irgendwann was passiert. Vielleicht liegt sie demnächst im Bett und sappert. Oh. Geht sie gut. Irgendwas stimmt mit Omi nicht. Läuft mir hinterher.
stimmt, mit Omi nicht. Zwergen-Omi. Erstmal eine Runde auf Klo gehen. Was war das? Ich nach der Matheprüfung. So ging es mir auch. Yep, fühle ich. Ich nach der Matheprüfung. Ich glaube, Omi hat keinen Bock mehr auf Wäsche waschen. Da hat jemand Bock auf satanistische Rituale im Kinderzimmer. Das mit den Donner ist eklig. Das ist sau gut gemacht gerade. Die macht nur Yoga. Mitternachts-Yoga mit Omi Elfriede. Sechs, sechs, sechs. Omi. Komm, spiel mit mir. Ich wasche nicht deine Omi-Schlüppi. Omi flüstert mir wieder ganz zärtlich ins Ohr. Kleine Taschenlampe brennt. Hallo? Sein können. Ja, ich gucke mir die Zahlen genau an. Nimi hat gerade was irgendwas. Ja, ey. Oma auf Klo. Es atmet. Vera
schlimm, wenn nicht, Omi. Ey, was geht, alte Schabracke? Ich mache gerade die ganze Zeit Fotos von dir. Ich mache die ganze Zeit Fotos von dir. Oh. Irgendwas stimmt mit Oma nicht. Und das noch im Kinderzimmer. Ciao. Tschö. War schön mit dir. The Saints go marching in. Es trampelt hier. Bist du da? Oh fuck. Mhm. Oh mein Gott, ich habe keine Haut. Alter. Ich will meine eigene Wohnung haben. Fly me to the moon. Raus. Das ist meine Chance. Quetsch dich durch. Mhm. Wer benutzt denn das? Ich bin. Ist denn heute schon Weihnachten? Sollte aufhören zu sein. Du bist so widerlich. Immer für euch die Nahaufnahme.
Hi, Küche wollte ich schon immer mal sein. Omi hat hier aufgeräumt. Leichte Gänsehaut, ich habe. Warum muss ich mich jetzt warum muss ich mich ausgerechnet jetzt räuspern? So, ich kann normal reden. Sollte ich aber nicht. So versteht er gut. Oh. Ich komme hier weiter. Oder auch nicht. Ich will durch die Tür. Die. Mein Ausweg. Oder ich nehme einfach da ein Fenster, was auf ist. Und quetsch mich durch. Ich quetsch mich durch. Okay. Sehr genial, Omi. Ausgang. Ich glaube, wir sind kurz davor, vielleicht rauszukommen und wir müssen der Tür immer näher kommen. Ich kann übrigens nicht rennen. Was findet für ein Haus? Wir haben noch nicht mal eine Einfahrt. Wir haben noch nicht mal ein Auto. Hör auf zu atmen da draußen. Naja, ich gehe wieder zu Omi zurück. Bisschen angespannt ich bin. Ein bisschen angespannt ich bin. Juckt die Nase. Du hast einen Sockenschuss. Oma, ich will nach Haus. Du hast einen Sockenschuss. Ein Schrankkind und so Oma. Oh, nicht schon wieder eine Kellergeschichte. Ich hasse Keller. Keller und Dachboden finde ich
irgendwie am gruseligsten? Aber ich glaube, im Großen und Ganzen wird uns irgendwie nicht umbringen. Das ist einfach nur, dass wir schreien. Ob ich das so gut finde. Und unsere Oma atmet. Sie soll aufhören damit. Vielleicht fühlt sich Oma ein bisschen einsam. Sie braucht Freunde. Also einmal kurz hier oben hin, aber wir können ja eh nichts machen. Ist ein Walking Simulator. Ihr wisst Bescheid. Sind wir das, was blutet, oder? Ich meine, das ist definitiv und ganz schön viel Blut, also überleben dürften wir es nicht. Kannst du mir aufhören, danke. Omi. Irgendwas stimmt mit diesem Haus nicht. Ich glaube, ich muss raus. I beware. Oh, Omi ist weg. Omi ist auf Schnupperkurs. Jedes Mal, wenn irgendwas passiert, bekomme ich so schnell Gänsehaut. Ist eklig. Omi, Omi, du bist voll okay. Omi, Omi. Wir schicken dich ins Heim. Was atmet hier? Sie steht da unten. Definitiv. Hakuna Matata. Es atmet immer. Dabei kannst du gerne aufhören. Mir ist es egal. Ja, sehr gut.
Ist jedenfalls nicht meins. So geht's mir auch. Endlich. Wir haben unsere Ruhe. Ach, fuck doch nicht. Omi hat sich gefreut. Omi hat sich gefreut. Cha-na-na-na-na. Omi hat sich gefreut. Ich will nicht in den Keller. Ich glaube, wir müssen hier lang. Sollte sie uns sonst entgegenkommen? Oder ich habe mich getäuscht. Was war denn jetzt? Ja, Leute, das scheint es gewesen zu sein. Ich dachte, es geht irgendwie noch weiter. Ich glaube, ich habe das irgendwie verpennt, was wir eigentlich jetzt hätten sehen sollen. Das war der letzte Schrei. Auf jeden Fall ein kleines, süßes Spielchen für zwischendurch. Wir machen mal Continue. Hier. Und, meine Lieben, es gibt noch einen zweiten Teil der Hexenwald. Das, glaube ich, werden wir dann in der nächsten Folge machen. Ich hoffe jedenfalls, es hat euch soweit gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.